Zu verschiedenen Zeiten wurden die Panzerstreitkräfte in Russland unterschiedlich genannt. In den 1920er Jahren Panzerkräfte, Anfang 1930er motormechanisierte Truppen. Nur in den 1940er Jahren kam in der Bezeichnung das Wort Tank, also Panzer, vor. Nicht nur die Bezeichnung wurde geändert, sondern auch die Rolle der Panzer auf dem Schlachtfeld. Von Hilfsmittel bis zur Hauptschlagkraft der landgestützten Streitkräfte. Ende 19. Anfang 20. Jahrhunderts sind Dampflokomotiven und Autos bereits etwas Gewöhnliches. Der Verbrennungsmotor wurde erfunden. Schon bald steigt das erste Flugzeug in den Himmel. Technischer Fortschritt ist ein Merkmal der damaligen Zeit. Früher oder später haben Militärs diese ganze neue Technik im Blick gehabt. Als erstes wurde die Dampflok in den Dienst gestellt. Während des Bürgerkrieges in Amerika wurde diese für Truppentransporte benutzt. Später montierte man eine Kanone auf eine Eisenbahnplattform, die mit Panzerung versehen wurde. So wurde 1862 der erste Panzerzug erschaffen. Fast 40 Jahre später, am Ende des 19. Jahrhunderts, erschienen die Panzerzüge auch in Russland. Die Einsatzmöglichkeiten eines solchen Gerätes ist aber begrenzt, da man auf Eisenbahnen angewiesen ist. Man brauchte neues technisches Gerät, das Mobilität und Feuerkraft verbindet. So wurde Anfang 20. Jahrhunderts ein Auto in eine Kampfmaschine verwandelt. Das Projekt des ersten russischen Panzerautos wurde durch den Fürst Michael Nakashidze 1904 entwickelt. Der Bau des ersten Versuchsmusters wurde bei einer erfahrenen französischen Firma Charron-Girardot et Foch bestellt. Im März 1906 wurde die Maschine fertiggestellt und geliefert. Sie wog etwa 3 Tonnen und erreichte eine passable Geschwindigkeit von 64 km/h. Die Bewaffnung bestand aus 2 MGs. Eins befand sich im drehbaren Turm und das zweite wurde als Ersatz im Auto mitgeführt. Die Panzerung schützte vor Kugeltreffern. Er wurde nicht in den Dienst gestellt, der Schutz wurde für zu schwach erklärt, die Manövrierfähigkeit war zu gering, die Treffsicherheit ungenügend. Die Arbeiten an dem Fahrzeug wurden eingestellt, als Fürst Nakashidze bei einem Terrorbombenanschlag durch linke Extremisten, die SR, ums Leben kam. Andere Entwicklungen existierten nur auf Papier. Somit hatte Russland keine eigenen Panzerfahrzeuge produziert. Ausländische Modelle wurden nur einzeln erworben für Versuchszwecke. Im August 1914 begann der Erste Weltkrieg. Der Hauptgegner von Russland in dem Krieg war Deutschland. In den ersten Konfrontationen in Ostpreußen stoß die russische Armee auf die deutschen Panzerautos. Diese gepanzerten Fahrzeuge, die mit MGs bewaffnet waren, drangen ins Hinterland und fügten spürbaren Schaden zu. Daher hat das Militär nach solchen Fahrzeugen verlangt. Russlands Verbündete Frankreich und Großbritannien nutzten ebenfalls solche Fahrzeuge. Das erste Panzerfahrzeug für die russische Armee wurde auf der Basis des Lastwagens Russo-Balt gebaut. Er wurde mit Maxim MGs bewaffnet. Im Oktober 1914 wurden 8 Stück an die Front geschickt. Die einzige Fabrik, die in Russland Autos baute, war die russisch-baltische Fabrik, doch seine Produktionskapazitäten waren zu gering. Der Bedarf an Panzerautos stieg ständig, daher wurde eine Kommission nach England geschickt. Dort wurde ein Vertrag für die Beschaffung von 48 gepanzerte Austin-Panzerautos geschlossen. Die Bewaffnung der Austin bestand aus 2 Maxim MGs, die in 2 drehbaren Türmen angeordnet waren. Der Turm erhöhte den Feuerbereich und steigerte die Effektivität, aber die Maschinen hatten eine zu dünne Panzerung. In Russland bekamen die Austin einen Panzerungszuwachs von 4 auf 7 mm. Es wurden ebenfalls andere Modelle im Ausland angeschafft und im Inland wieder modernisiert. Nach dem Vorschlag von Hauptmann Wladimir Gebrow wurde auf den gekauften Renault-Panzerfahrzeugen die Panzerung schräg angebracht. Britisches Panzerfahrzeug Wright bekam eine 37 mm Kanone. Den amerikanischen Lastwagen Gafford hat man in Russland zu einem Kanonenwagen mit 76 mm Kanonen umgebaut. Zusätzlich konnte dieses Fahrzeug mit der gleichen Geschwindigkeit vorwärts und rückwärts fahren. Meistens bekamen die Fahrzeuge Eigennamen. Auch verbündete Einheiten kamen in den Bestand der russischen Armee, wie die belgische Division im Jahre 1915. Diese Division bestand aus 350 Mann mit 6 PKWs, 20 LKWs, 18 Motorrädern und 130 Fahrrädern. Angeführt wurde das durch 6 Kanonenfahrzeuge, 4 MG-Fahrzeuge und 3 Kommandeurspanzerwagen. Einen Monat später kam die Division an die Front. Die Panzerfahrzeuge mussten verschiedene Aufgaben erfüllen. Gepanzerte LKW Jeffrey bekam eine Vorrichtung, um durch den Stacheldraht durchzukommen. Diese Konstruktion wurde durch den russischen Hauptmann Viktor Poplavkov entwickelt. Im Ersten Weltkrieg kamen auch die Kampfflugzeuge an das Schlachtfeld. Die Panzerfahrzeuge mussten sich gegen diese verteidigen können.
Bei den Ostin-Panzerautos wurden die MGs für Luftbeschuss angepasst. Doch im Laufe des Krieges stellte man fest, dass die Panzerautos keine starke gegnerische Verteidigung durchbrechen können. Es wurde ein neues Kampfmittel gefordert. Diese gepanzerte Schubkarren wurden erfolglos durch die Franzosen erprobt. Das Hinknien vor dem Gegner hat wohl nicht so viel gebracht. Eine der Varianten eines Panzers wurde noch durch den Italiener Leonardo da Vinci im 15. Jahrhundert erfunden. Etwas Ähnliches wurde im Juni 1915 dem Technischen Komitee der obersten Militärleitung Russlands vorgestellt. Der Autor ist ein Ivan Semtschischen, Bürger der Stadt Lwow und österreichischer Untertan. Er hatte seine Zeichnungen direkt an den russischen Imperator geschickt. Nach dem Plan sollten in einem ovalen Gebilde der Antrieb, Funk, Wohn- und Lagerräume integriert werden. Die Außenhülle sollte aus Panzerplatten mit einer Dicke von 100 mm gebaut werden. Die an die 100 Meter hohe Maschine sollte auf bis zu 500 km/h beschleunigt werden. Bewaffnung wurde keine vorgesehen. Die riesige eiförmige Konstruktion würde einfach alles in seinem Weg zerdrücken. Das Projekt wurde für unrealisierbar erklärt, jedoch beinhaltete es die Idee, die später realisiert wurde, die totale Unterdrückung der gegnerischen Verteidigung. Der Erste Weltkrieg war ein Stellungskrieg. Typisch für ihn waren starke Verteidigungslinien mit Stacheldraht, Minen und MG-Stellungen. Die eine Offensive vorangehende Artillerievorbereitung half nicht viel, da die Verteidigung aus mehreren Linien bestand. Die Artillerie erreichte nur die erste Linie. Wenn die Angreifer diese eingenommen haben, hatten sie die zweite Linie vor sich. Für die weitere Offensive musste die Artillerie nach vorn gebracht werden. Doch dafür brauchte man viel zu viel Zeit. Die Verteidiger schafften Reserven ran. Bekannt ist eine Schlacht bei Verdun im Februar 1916. Die Vorbereitungen der Deutschen liefen fast eineinhalb Monate. Es wurden fast 1000 Geschütze eingesetzt, 14,5 Millionen Granaten abgefeuert. Die Verluste auf beiden Seiten beliefen sich auf fast eine Million Mann. Die Konfrontation dauerte fast 10 Monate lang. Das Ergebnis war Vorankommen der deutschen Armee um 3 Kilometer. Offensichtlich waren die Verteidigungsmittel stärker als Angriffsmittel. Es musste eine Angriffsmaschine her, die stärker als ein Panzerauto war. Die Panzerung und die Waffen mussten stärker werden, doch das führte zum höheren Gewicht und Reduzierung der Geländegängigkeit. Eine mögliche Lösung war der Kettenantrieb. Eine Kette besteht aus vielen Gliedern. Sie bewegt sich dank dem Antriebsrad, mit dem sie ständig verbunden ist. Die Fahrrollen verteilen das Gewicht der Maschine gleichmäßig über die Kettenoberfläche. Daher ist der Bodendruck an jedem Punkt geringer. Also steigt die Fähigkeit, über weichem Grund zu fahren. Einer der ersten Projekte für einen kettengetriebenen Panzer in Russland stammt vom Ingenieur Wassili Mendeleev, der Sohn des berühmten Wissenschaftlers. Die Arbeit begann eher vor dem Krieg. Die Masse der Maschine betrug 170 Tonnen, Panzerungsdicke 150 mm, Geschwindigkeit 24 km/h. Bewaffnung bestand aus einem Maxim-MG und einer 120 mm Kanone. Doch es wurde nicht gebaut. Ein bescheideneres Projekt wurde vom Konstrukteur Alexander Porochowschikow entwickelt. Er hat sogar ein Versuchsmuster gebaut, jedoch ohne Turm. Während der Testläufe hat diese Maschine im Mai 1915 eine Geschwindigkeit von 60 km/h erreicht. Sie sah auch sehr vielversprechend aus. Doch die deutschen Truppen näherten sich der Stadt Riga, wo das Fahrzeug gebaut wurde. Damit endeten die Testläufe des Projektes. In einem anderen Projekt von Lebedenko sollten wieder Räder statt Ketten genutzt werden. Im Jahre 1915 zeigte Lebedenko dem Zar Nikolai II. Ein kleines Modell seiner Maschine. Sie wurde durch eine Feder angetrieben. Der Imperator war begeistert, wie einfach das Modell über Bücher fuhr und stellte immense Mittel für das Projekt frei. Es wurden für den Bau der Maschine über 200.000 Goldrubel ausgegeben, was für damalige Zeit eine enorme Geldsumme war. Im August 1917 sollte die 40-Tonnen-Maschine mit einem Raddurchmesser von 9 Meter vom Platz rollen. Sie fuhr einen kleinen Baum um und blieb im ersten Graben stecken. Dort stand sie weitere 5 Jahre und wurde 1922 zerlegt. Dieser und viele andere Projekte bekamen keine Fortsetzung. In England wurde im Januar 1916 die gepanzerte Maschine Big Willy gebaut. Der Projektleiter Oberst Swinton nannte sein Kind Tank, was Kessel bedeutet. Dadurch sollte von der gegnerischen Spionage die militärische Bedeutung erstmal geheim gehalten werden. Es wurde verlautbart, dass
auf die Bestellung der russischen Regierung selbstfahrende Treibstoffbehälter gebaut werden. Zur besseren Überzeugung schrieben sie auf jedem Tank auf Russisch «Ostorozhno Petrograd», das heißt «Vorsicht Petrograd», also heute Sankt Petersburg. Im Februar 1916 lief das erste Testmuster der großen Willy-Probe. Ein Monat später lief seine Serienfertigung. Er wurde unter der Bezeichnung Mark 1 in den Dienst der Armee gestellt. Die erste Kampfverwendung wird auf 15. September 1916 datiert. Damals haben 32 britische Panzer in der Schlacht am Somme-Fluss teilgenommen. Die Mark 1 wurden in zwei Varianten hergestellt, Männchen und Weibchen. Das Weibchen hatte 6 MGs als Bewaffnung, Männchen 4 MGs und 2 Kanonen. Die Maschinen waren mit Panzerstahl ummantelt. Die Ketten waren 0,5 Meter breit und gleiteten auf speziellen Schienen um das gesamte Gehäuse. Der Tank war groß und hatte kaum Mobilität. Über Besatzungskomfort konnte keine Rede sein. Die Temperaturen im Inneren erreichten 70 Grad. Oft sprangen die Besatzungen aus dem Panzer, um frische Luft zu schnappen, sogar im gegnerischen Feuer. Aus dem Panzer konnte man nur in ungeschützte Schlitze sehen. Eine Kommunikation nach außen und im Inneren fehlte. Aus technischer Sicht war die Neuerung weit weg davon, ideal zu sein. Trotzdem wurde Mark 1 der erste in Serie gefertigte Panzer der Welt. Die ersten französischen Panzer Schneider und Saint-Chamond waren ebenfalls recht klobig. Daher erschafften die Franzosen im Jahre 1917 einen prinzipiell neuen Panzer, Renault FT-17. Er wog nur 7 Tonnen, fast viermal so wenig wie der britische Mark 1. Die Mannschaft bestand aus 2 Mann. Der Motor befand sich im Heck. Der drehbare Turm wurde zum ersten Mal auf einem Panzer verwendet. Nach diesem Vorbild wurden nun die meisten Panzer der Welt gebaut. Renault hatte ein sogenanntes Schwänzchen, um die breiteren Gräben zu überwinden. Die Deutschen hatten nicht gleich an die Panzer geglaubt. Die oberste Heeresführung war nicht beeindruckt. Die Zeitungen schrieben, als wären die Panzer lächerliche, nutzlose Maschinen. Erst 2 Jahre später konnte Deutschland die ersten Panzer bauen. Der deutsche A7V war 30 Tonnen schwer und somit 4 Tonnen schwerer als der britische Mark 1. Jedoch erreichte die Maschine respektable für damalige Zeit 13 km/h. Insgesamt konnte Deutschland bis Kriegsende am 11. November 1918 nur 15 Panzer bauen, während Großbritannien über 2000 Stück Tanks verschiedener Versionen baute. Die Franzosen über 3000 leichte Renault-Panzer. Die ersten Panzer waren langsam und unzuverlässig. Deren Panzerung hielt nicht stand gegen panzerbrechende Kugel und Artillerie. Doch es zeigte sich, dass bei genügender Stückzahl diese Maschinen eine gestaffelte gegnerische Verteidigung überwinden können. Nach dem Kriegsende konnten die europäischen Länder sich Gedanken über weitere Panzerentwicklung machen. Ganz anders in Russland. Dort wurde ein Bürgerkrieg ausgelöst. Dabei wurden viele Panzer benötigt, man hatte die früher eingekauften Modelle genutzt. Die Mittel und Möglichkeiten für eigene Herstellung fehlten. Es fehlten die Fachkräfte und Fabriken in Russland, das sich teilweise noch im feudalen System befand. Im März des Jahres 1919 hatte die Rote Armee im Kampf gegen die Weißen unter der Leitung des General Denikin unweit der Stadt Odessa mehrere Renault-Panzer erbeutet. Das war großes Glück, denn die Rote Armee bekam keine Unterstützung vom Westen. Sie konnten keine Panzer kaufen, während die Weißen alles bekamen. Lenin gab sofort die Anweisung, eigene Fertigung der Renault-Panzer zu organisieren. Der Panzer kam im Herbst nach Nizhny Novgorod, da dort die Fabrik Sormovo stand. Die Projektierung hatte sofort begonnen. Am 31. August 1920 fuhr der erste in Russland gebaute Panzer aus der Fabrik. Offiziell wurde er Renault Russki genannt, der russische Renault. Der Panzer bekam einen Eigennamen, wie es damals üblich war, der Freiheitskämpfer Genosse Lenin. Danach folgten weitere Panzer, die Paris-Kommune, Proletariat, Sieg und so weiter. Die gebauten Maschinen unterschieden sich kaum vom Original. Die Panzerung wurde etwas verdickt, der Motor ausgetauscht. Zusätzlich zur Kanone wurde noch ein MG eingebaut. Insgesamt hat man 15 Panzer in 1,5 Jahren gebaut. Doch diese haben nicht am Bürgerkrieg teilgenommen. Die weiteste Verbreitung im Bürgerkrieg bekamen die Panzerzüge. In der Roten Armee gab es über 200 von ihnen. Auch die Weißen hatten welche. Es gab ausreichend Eisenbahnen in Russland, wo sich diese bewegen konnten. Ein solcher Zug konnte zum Beispiel an einen Ort ranfahren und die eigenen Streitkräfte bei einem Angriff unterstützen. Seine Bewaffnung war sehr viel stärker als bei einem Panzer. Die Panzerzüge kamen schnell und schlugen zu. Nach dem Ende des Bürgerkrieges
hatte die Rote Armee außen den Panzerzügen noch 52 Abteilungen mit Panzerautos. Das waren hauptsächlich die Ostinfahrzeuge. Panzerabteilungen gab es nur 11, jedoch hatten nur 6 davon richtige Panzer. Die Hälfte der Panzer- und Panzerautos benötigten eine Generalüberholung. Doch wichtiger war es, nicht die veraltete Technik zu reparieren, sondern neue zu erschaffen. Im Jahre 1924 begann in Sowjetrussland eine Militärreform. Eine Kommission zur Projektierung und Erschaffung von Panzer wurde gegründet. Auf der ersten Sitzung wurde beschlossen, sich auf leichte und mobile Panzer zu konzentrieren. Diese Entscheidung wurde durch die schwere Lage im Land diktiert. Die durch den Bürgerkrieg verursachten Zerstörungen erlaubten keine hohen Ausgaben für schwere große Panzer. Aber die Erschaffung eines kleinen Panzers forderte auch Zeit. Erst 3 Jahre nach der Reform, am 27. Juni, kam der Panzer T-18 zu den Testläufen. Sein Hauptkonstrukteur war Wladimir Saslavsky. Einen Monat später wurde er in Dienst gestellt unter der Bezeichnung MS-1, was bedeutet kleiner Begleitpanzer der Erste. Es war der erste in Serie gebaute russische Panzer. Er wurde in der Fabrik Bolschewik in Leningrad gebaut. Renault diente als Basis für Konstruktion. Dieser stand im Dienste vieler Länder wie Italien, USA und Japan. Manche kauften den Renault, manche bauten auf seiner Basis eigene Maschinen. In Russland wurde hauptsächlich das Fahrwerk überarbeitet. Die Fahrrollen bekamen Gummibandagen. Die wichtigste Neuerung wurde eine Federung. Die Fahreigenschaften wurden besser. MS-1 hatte ein MG und eine Kanone. Bis Ende der 1920er Jahre war er der einzige leichte Panzer mit einer solchen Bewaffnung. Das Richten der Kanone geschah mit eigener physischer Kraft. Um den Turm zu drehen, wurden Schulter- und Rückenstützen eingebaut. Insgesamt wurden ca. 1000 dieser Panzer gebaut. Sie standen im Dienste der Roten Armee bis Ende 1930er Jahre. Seine Kampftaufe bekam er beim Konflikt an der chinesischen Grenze 1929. Dort stellte sich die niedrige Zuverlässigkeit der Maschine raus. 7 von 10 Panzer gingen kaputt während der Gefechte. Die Geländegängigkeit war ebenfalls schlecht. Er konnte keine Schützengräben, die über 1 Meter breit waren, überwinden. Die Ketten hielten nicht lang. Doch der MS-1 war der erste Schritt. Die bei ihm verwendeten konstruktiven Lösungen bildeten die Basis für die russische Panzerbauschule. Auch die Panzerautos wurden in Sowjetrussland weiterentwickelt. Die gelungenste Lösung war das Panzerauto BA-27. Die Basis bildete der Lastwagen Amur F-15. Das Panzerauto erreichte 30 km/h. Die Bewaffnung bestand aus 2 MGs und einer Kanone. Die Panzerung betrug 4 bis 8 mm. Er wurde in der Fabrik Ischowsk in Leningrad gebaut. Insgesamt wurden 195 Stück produziert. Die Panzerautos waren viel mobiler als Panzer bei guten Straßen. Die Reichweite war größer. Man nutzte sie für Geleit, Aufklärungsfahrzeug und Verbindungsfahrzeug. Panzer MS-1 und Panzerauto BA-27 waren die ersten bescheidenen Versuche, eigene Panzertechnik zu erschaffen in Russland. Das war sehr schwierig, da es im russischen Agrarimperium kaum Universitäten gab für Fachausbildung und technische Hochschulen. Die wenigen Fachkräfte, die es gab, wurden im Bürgerkrieg verloren oder emigrierten ins Ausland, wie zum Beispiel Sikorsky. Neue Fabriken mussten gebaut werden. Die Menschen mussten aus den Dörfern in die Städte bewegt werden, wo sie technische Ausbildung bekamen, um dann an der Technikentwicklung teilzunehmen. Schwere Maschinen für Maschinenbau mussten angeschafft werden. Die Tendenz ging dahin, dass Panzer immer mehr Aufmerksamkeit bekamen. Deren Einsatztaktiken waren aber noch nicht erarbeitet. Die Möglichkeiten der Panzer waren auch noch sehr begrenzt. Doch in wenigen Jahren wird sich die Situation stark verändern. Es erscheinen Panzermaschinen verschiedener Zwecke. Leichte und schwere Panzer, starke Selbstfallerfäden und schnelle Tanketten, Flammenwerferpanzer, schwimmende und sogar springende Panzer. In naher Zukunft sollte der Panzer die Schlüsselfigur auf dem Schlachtfeld werden.